Ja, hier steht drauf WMN, Modell B10. In Wirklichkeit kommt das Ding natürlich aus China und wird als B10, manchmal auch mit irgendwelchen Namen davor, vermarktet. Ja, auch hier, 20 Schuss sind das. Und auch hier muss man wieder sagen, es ist egal, wo das Schwarze ist, wichtig ist das. Ja, die Position dieses Lochs, die kann man durch Einstellen des Zielfernrohrs einfach verschieben. Wichtig ist, dass sie möglichst zusammen sind. Und ich finde, für ein, wo liegt es, 79 Euro Gewehr, wollen wir nicht meckern. Ne? Und unter dem Rahmen, in diesem Geldrahmen, muss man das ganze Gerät sehen. Es ist also kein High-Class-Gewehr, sondern das ist die unterste Anfängerkategorie in 4,5 mm mit F-Zeichen, versteht sich. Es ist ein Knicklaufgewehr. Ja, es ist halt ein Knicklaufgewehr. Was soll man da groß erzählen? Man knickt den Lauf. Das geht übrigens auch sehr schön einfach zu spannen. Ein Kugelverschluss drin. Alles funktioniert einwandfrei. Was will man mehr? Visierung ist okay, wenn einem Plastikvisiere und so weiter reichen. In der Preisklasse, komm, wollen wir nicht maulen. Die Sicherung ist automatisch und hier gibt es eine Besonderheit. Das gilt übrigens für, ich habe jetzt zwei WMN-Waffen habe ich hier. Und für beide gilt dasselbe, nämlich das Ding sichert sich automatisch beim Spannen. Und wenn ich dann erstmal in Anschlag gehe, ziehe ich erstmal kräftig durch. Jetzt ziehe ich erstmal nicht kräftig durch, sondern nur so. Und dann erst entsichere ich und dann ist der Abzug genau auf dem Druckpunkt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es funktioniert. Wenn man normalerweise entsichert und dann abzieht, dann hat man so richtig so kratz, 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 kratz. Und irgendwann gibt es so einen kleinen, also wenn man über einen Huggel hinweg geht und dann hat man auch einen erhöhten Widerstand und da bricht dann auch direkt dahinter der Schuss. Es ist also ein klar wahrnehmbarer Druckpunkt, der natürlich bleischwer ist, aber er ist vorhanden. Und das ist, ich finde das verwirrend, ne? Wenn man in gesichertem Zustand, kann man richtig merken, kratz, dann entsichert man und dann hat man wirklich ganz sauberen, trockenen Abzug. Das ist etwas irritierend. Es fühlt sich füllig an, also dafür, dass es eine Billigflinte ist, finde ich, ist eine Menge Holz dran. Man hat das Gefühl, man kriegt was für sein Geld. Ja, es ist halt ansonsten ein Luftgewehr, ne? Auch hier wieder vorne viel Plastik dran, das eigentlich nichts zu bedeuten hat. Es ist einfach da, weil die Konkurrenz macht es auch so. Es ist ein sehr schöner Kornträger letztlich. Plastikvisierung. Ja, ich möchte noch ein paar Feinheiten möchte ich dann doch noch zeigen. Abzugsbügel. Wir betrachten doch mal hier den Abzugsbügel. Und zwar guckt euch mal die Maße zwischen Abzugsbügel und Holz an. Auf der Weite ganz okay. Auf der Seite, nicht ganz okay. Da merkt man, dass das ganze Ding hier, der ganze Abzugsbügel, ist aus Kunststoff. Und der ist hier irgendwie halt reingeschraubt in einer Ausfräsung mit zwei verschieden großen Schrauben. Ja, das Abzugszüngel ist ebenfalls aus Kunststoff und gecheckert. Also das ist so viereckig. Und immerhin, wenn ich hier abziehe, stoße ich hier mit dem Finger nirgendwo oben gegen. Das heißt, das Abzugszüngel verschwindet nicht irgendwo im Gehäuse, sondern man zieht tatsächlich nach hinten ab. Das gefällt mir schon mal besser als bei anderen Geräten. Ja, und damit erschöpft sich eigentlich das, was man über das Ding so erzählen kann. Da ist eine 11 mm Prismenschiene drauf. Es würde ich sagen, ich habe jetzt zu wenig andere Gewehre verglichen, um wirklich sagen zu können, ist das jetzt außergewöhnlich gut, dieses Trefferbild. Aber ich würde sagen, für 70 Euro, ne, wenn man das Visier ein bisschen verdreht, dann deckt das Schwarze das hier fast komplett ab. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Ausreißer dazwischen. Ansonsten wäre das ein super Schussbild. Ich weiß auch nicht, wo die Ausreißer herkommen. Ich habe es geschossen über Zielfernrohr. Siebenfache Vergrößerung. Das heißt, ich kann im Fadenkreuz kann ich sehen, dass mein Herzschlag innerhalb der 12 bleibt. Also es kann eigentlich nicht an mir liegen. Und also für das Geld vollkommen in Ordnung. Würde ich jetzt mal so sagen. So, irgendwelche besondere Beschriftung hier drauf. Da ist eine Seriennummer reingelasert. F-Zeichen, Modell B10, 4,5 mm. Naja. Gut. Tja.
Ja, ich weiß am besten will nicht, was ich dazu noch sagen soll. Deswegen sage ich einfach nichts, sondern weise erneut mit großer Vehemenz darauf hin, dass ich der Mann mit den orangen Händen bin, der seine Kamera aber ganz alleine ausschalten muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.